Es wird hier gefragt. Wann ist das Nachtgebet? Also wann würde für heute die Zeit fürs Nachtgebet sein? Schaut mal, alle Gebete nach dem Isha-Gebet sind Nachtgebet. Bis wann? Zum Adhan von Fajr. Das zählt als Qiyamul-Layl. Wir sagen Qiyamul-Layl. Aber es gibt eine ganz besondere Zeit in Qiyamul-Layl. Welche Zeit ist das? Wer sagt mir das? Der hübsche Mann, der Brot als verboten sieht. Das letzte Drittel, richtig. In dieser Zeit ist es etwas ganz Besonderes, Qiyamul-Layl zu beten. Was bedeutet das? In dieser Zeit fragt Allah Azza wa Jal seine Diener, die Überlieferung bei Bukhari und Muslim. Er sagt, wer von meinen Dienern wünscht sich etwas so, dass ich es ihm geben kann? Wer von meinen Dienern möchte die Vergebung so, dass ich ihm vergeben kann? Wisse, wenn du in dieser Zeit aufstehst, Allah gibt dir, was er dir gesagt hat. Wer von uns ist ein Sünder? Wer von uns ist ein Sünder? Na, du musst aber Mu'min, ne? Mashallah. Wer aufsteht und weiß, dass er Sünden hat, zu Qiyamul-Layl. Wann ist Hadd die äußerste Zeit von Qiyamul-Layl? Fajr-Zeit. Ist beendet. Das heißt, wenn du vor Fajr betest, wenn es auch nur 15, 20 Minuten sind, dann hast du Qiyamul-Layl erreicht. Allah wird dir geben, worum du ihn bittest. Er wird dir deine Sünden vergeben. In jedem Fall. In jedem Fall. Und die Engel bezeugen für dich, dass du gebetet hast. Und jetzt, subhanallah, ist Fajr sehr spät. Jetzt zum Beispiel fängt Fajr ungefähr um 17:45 an, richtig? Steh um 6 Uhr auf, Akhil Karim, und bete, subhanallah. Mach dein Nachtgebet und bitte Allah, um was du ihn auch immer bitten möchtest. Wo ist das Problem? Und du wirst so viel Khair bekommen. Wisst ihr auch, wer in der Nacht betet, liebe Geschwister? So wird Allah ihn schützen vor den Sünden am nächsten Tag. Allah gibt ihm einen Schutz. Allahu Akbar. Und er nährt sich Allah Azza wa Jal. Und es ist eine Eigenschaft von wem? Von den Rechtschaffenen. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'u wa bil ashari hum yastaghfirun. Sie haben nur einen Teil in der Nacht geschlafen. Und sie haben Allah in einem Teil der Nacht um Vergebung gebeten. Über wen redet Allah hier? Über den besten Mensch. Viertelstunde, subhanallah, wegen Viertelstunde Schlaf verpasst du so eine große Gnade. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.